Servus und herzlich willkommen aus dem Hause Steifers und Hecker, heute aus dem Raum Giesing. Ja, ich denke, wir müssen Ihnen, den Freunden unseres Hauses, aber auch den neuen zukommenden Zuhörerinnen, kurz erzählen, warum ich mit Gerd Hecker, seines Zeichens Geschäftsführer und Gesellschafter, hier beisammen sitze. Ich selber, ja, Markus Merkel, Leiter des Mandatsbereichs. Ja, wir kommen gerade vom Mittagessen und uns stand der Sinn nach Fisch. Wir waren beim Fischrestaurant unseres Vertrauens hier in München. Und beim Nachgang kam uns so die Idee, da gab es auch mal einen Peter Drucker, das war ja US-amerikanischer Ökonom österreichischer Herkunft und hat viele maßgebliche Bücher über Management-Theorien geschrieben. Und von dem stammte auch das Zitat, das so sinngemäß lautet, nicht etwa das Internet, sondern die Aquakultur sei eine der vielversprechenden Investitionsmöglichkeiten unseres des 21. Jahrhunderts. Und offensichtlich haben wir es hier mit einem strukturellen Wachstumstrend oder auch Megatrend zu tun. Und Gerd, du hast dich über viele Jahre, wie ich weiß, mit dem Thema schon in der Breite und der Tiefe beschäftigt. Und vielleicht magst du mal erzählen, wie das alles anfing. Gerne. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ja, wie habe ich diese Aquakultur-Thematik, Fischzucht-Thematik gefunden? Das war eine interessante Situation in einer Vorstandssitzung eines Fischereivereins. Eine Situation aus dem täglichen Leben. Ich konnte beobachten, wie teuer der Fischbesatz für Seen und Flüsse innerhalb des Fischereivereins war. Und es hat mich dermaßen beeindruckt, dass ich nach dieser Vorstandssitzung nach Hause gegangen bin und habe im Internet nachgesehen, ob es Möglichkeiten gibt, im Bereich der Fischzucht an den Aktienmärkten zu investieren. So, daraufhin bin ich sofort auf eine Gesellschaft gestoßen namens Marine Harvest. Das ist eine weltbekannte Firma heute in dem Bereich Aquakultur, ein großer Lachszüchter aus Norwegen. Und diese Firma war damals die größte Firma der Welt in diesem Bereich. Sie war allerdings nicht börsennotiert. Sie gehörte zu einem holländischen Futtermittelkonzern namens Nuteco und der Börsengang war angedacht. So, auf der Firmenpräsentation der Gesellschaft Marine Harvest fanden wir eine hochinteressante Folie. Und zwar die Folie, die blende ich Ihnen jetzt hier mit ein und beschreibe Ihnen das ganz kurz. Die obere Linie der Folie zeigt Ihnen die Nachfrage nach Fisch global. Diese Nachfrage wächst permanent durch den Anstieg der Weltbevölkerung. Die untere Linie zeigt Ihnen die Nachfragedeckung durch den kommerziellen Fischfang. Und Sie sehen, dass diese untere Linie sich jetzt seitlich nur noch bewegt und nicht mehr mitwächst. Woher kommt das? Der kommerzielle Fischfang hat das Problem, dass die Weltmeere überfischt sind. Das heißt, in Zukunft kann die steigende Nachfrage nur noch gedeckt werden durch die Fischzucht bzw. Aquakultur. So, das war für mich die Veranlassung, mich mit diesem strukturellen Trend, der mir Rückenwind geben würde, zu beschäftigen. Nun ging es daran, die Hausaufgaben zu machen. Welche Gesellschaften gibt es in dem Business? Ich stellte fest, es gab Lachszuchtunternehmen, es gab Equipmentlieferanten, also sprich Firmen, die zum Beispiel Käfige produzieren, Befütterungsanlagen etc. Es gab Gesellschaften, die Spezialschiffe produzierten und auch betrieben, die im Grunde genommen die Fische von dem Käfig zur Fabrik fahren. Diese Schiffe sind mit Sauerstofftanks ausgerüstet und so weiter. Das sind also spezielle Schiffe für dieses Business. Ja, und es gab die Futtermittelproduzenten. Und man beschäftigte sich dann damit, was ist die bestmögliche Investitionsmöglichkeit oder macht es überhaupt noch Sinn, dort zu agieren. Ich bin dann immer tiefer in das Thema eingestiegen, habe dann auch festgestellt, dass eine berühmte Persönlichkeit aus Norwegen, der Tankermagnat John Fredriksen, sich auch im Bereich der Aquakultur engagiert hat. Und in einem Fernsehbericht konnte man sehen, dass die Norweger die Bedeutung der Aquakultur in der Zukunft als wichtiger ansehen als die Produktion von Erdöl und Gas. Und das war schon eine beeindruckende Aussage, die mich dann optimistisch gemacht hat, mich damit zu beschäftigen. Ich fand Firmen global in Chile, in Kanada, in Norwegen, in Griechenland, auch in Australien oder in Tasmanien hier insbesondere, und konzentrierte mich immer mehr darauf, diese Firmen zu analysieren. Das klingt alles sehr spannend und
ist ja ein globales Thema, aber kein Vorteil ohne Nachteil, gerade auch beim Investieren nicht. Ich bin jetzt nicht so im Thema drin wie du, aber ein paar Risiken fallen mir doch auch ein. Also man hört ja hier und da etwas über, ja, das ist auch viel Geld erforderlich, das ist vielleicht auch umwelttechnisch nicht so erste Wahl ist. Was muss man davon halten? Ja, man muss es natürlich beobachten. Letztendlich ist es so, die Fischzucht ist ein sehr kapitalintensives Geschäft mit Risiken. Die Risiken beziehen sich vorwiegend auf den biologischen Bereich. Das heißt, es gibt immer wieder einen Schädlingsbefall in verschiedenen Zuchten und in verschiedenen Fjorden. So, dann auch die ESG-Thematik, also sprich in puncto Nachhaltigkeit, wird natürlich diskutiert, ob die Fischzucht nicht die Fjorde entsprechend verseucht und so weiter. Und da gibt es jetzt dann natürlich auch schon neue Trends, die dem entgegenwirken. Das heißt, die landbasierte Aquakultur wird jetzt gefördert oder es gibt neue Schiffe, Spezialschiffe, die im Bereich der Fischzucht eingesetzt werden, die dann auf der hohen See letztendlich die Fischzucht betreiben. Ja, das nivelliert meine Befindlichkeit ein ganzes Stück weit. Würdest du denn dir zutrauen, eine Prognose zu geben, was die Zukunft dieser Entwicklung angeht? Wohl wissen, dass Prognosen, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen, immer ein bisschen schwierig sind, aber wo kann die Reise hingehen? Ja, also die Branche verfolge ich ja jetzt schon deutlich über 10 Jahre. Die Entwicklung gab uns da recht. Die Kursentwicklungen der Lachszuchtunternehmen, der Futtermittelproduzenten etc. haben sich ausgezeichnet entwickelt über diesen Zeitraum. In den letzten 2 Jahren gab es Konsolidierungsphasen in dem Segment, aber jetzt wird es wieder interessant und zwar aus einem folgenden Grund. Wie wir wissen, ist ja der strukturelle Trend sowieso intakt, also sprich die steigende Weltbevölkerung, die befeuert die Nachfrage. Aber jetzt haben wir die Situation, dass doch immer mehr junge Menschen an die gesunde Ernährung denken und Fisch ist hier einer der elementaren Bausteine, um diese ganze Entwicklung weiter zu unterstützen. Das heißt, hier kann es zu einer zusätzlichen Nachfrage kommen, die wir bis dato noch gar nicht eingeplant haben. Weg vom Fleisch, mehr hin zum Fisch. Könnte in der Zukunft ein zusätzlicher Booster für diese Branche werden. Und da sind wir relativ optimistisch. Was uns auch ganz gut gefällt, die Bewertungen am Kapitalmarkt in dem Segment sind akzeptabel. Also um es mal einfach zu sagen, die Kursgewinnverhältnisse solcher Unternehmen liegen eher im Bereich von 10 bis 13, 14, was relativ niedrig ist, wenn man es mit anderen Branchen vergleicht. Und wir haben den Vorteil, wir sind im Nahrungsmittelbereich in einer Sparte unterwegs, die vielleicht nicht ganz so konjunktursensibel ist wie andere Sparten. Ja, da kann ich mich eigentlich stellvertretend nur bedanken, Gerd, dass du das mal in der Breite und Tiefe ganzheitlich aufgearbeitet hast. Also der Eindruck, wenn ich es nicht schon wüsste, ist, da ist jemand, der kennt sich damit sehr gut aus, macht das nicht erst seit gestern. Ich bin da immer ein bisschen ja pragmatisch. Für mich ist jetzt die Frage, was mache ich daraus und wie könnte ich, wenn ich das für mein Depot nutzen wollte, denn investieren? Welche Vehikel gibt es da oder was muss ich tun? Also in unserem Portfolio kann man sagen, wird unser Kunde immer in diesen Megatrends auch engagiert sein. Das heißt, in den Portfolien werden solche Unternehmen aus diesen Branchen beigemischt und wir sind gerade dabei, ein Vehikel aufzulegen, das eben entsprechend ganz konkret die Entwicklung der Aquakultur besonders nochmal herausarbeitet. Und wenn Sie das interessiert, können Sie jederzeit mit uns Kontakt aufnehmen und wir werden Ihnen diese Möglichkeiten darstellen. Ja, merci. Ich glaube, für den Augenblick bleibt uns noch zu bedanken und zu verabschieden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Bis zum nächsten. Tschüss.